Ihre Anwesenheit hat eine historische Dimension. Dies ist der erste Gipfel zwischen der Europäischen Union und unseren Partnern in Lateinamerika und der Karibik in 8 Jahren. Die Welt hat sich erheblich verändert. Wir hatten die globale Pandemie, wir haben den Krieg auf europäischem Boden und wir haben die Klimawende. Insofern brauchen wir unsere engen Freunde an unserer Seite in diesen unsicheren Zeiten. Und insofern freue ich mich sehr, dass Brasilien wieder aufgetreten ist als wichtiger Akteur auf der globalen Szene. Und es geht ja um die strategische Partnerschaft zwischen unseren Regionen. Wir wollen Hand in Hand mit Ihnen arbeiten angesichts der großen Herausforderungen. Und heute wollen wir darüber sprechen, wie wir noch enger unsere Menschen miteinander verbinden können, unsere Unternehmen, wie wir die Risiken mindern können, die Lieferketten diversifizieren und stärken und wie wir unsere Volkswirtschaften modernisieren zum Vorteil aller. All das ist in Reichweite, wenn wir das Mercosur-Abkommen über die Ziellinie bringen. Unser Ziel ist es, noch verbleibende Differenzen so schnell wie möglich beizulegen, damit wir dieses Abkommen abschließen können. Und wir wollen einen Partner, mit dem Sie ein Abkommen haben, von denen beide Seiten profitieren. In der Zwischenzeit freue ich mich, ankündigen zu können, dass die Europäische Union verstärkt in Lateinamerika und der Karibik investieren wird, sodass die lokalen Gemeinschaften davon profitieren und gute Arbeitsplätze geschaffen werden. In einigen Minuten werden wir auch das Rundtischgespräch mit den Unternehmen eröffnen und wir werden mit Ihnen reden, wie wir die besten Ergebnisse erzielen können. Nochmals herzlich willkommen hier in Brüssel. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Für Brasilien ist es sehr wichtig, dass wir hier wieder mit der EU zusammentreffen. Unsere Länder haben die letzten 6 Jahre damit verbracht, keinerlei politische Aktivitäten gemeinsam durchzuführen. Und wir haben die Bedeutung von guten diplomatischen Beziehungen und Auslandsinvestitionen und Außenhandel vernachlässigt. Aber jetzt sind wir wieder an der Regierung und wir wollen Brasilien wieder zu einem der Hauptakteure auf der internationalen Bühne machen. Die wirtschaftliche Tätigkeit in Brasilien ist im Augenblick sehr intensiv und diese intensiven wirtschaftlichen Aktivitäten wollen wir teilen mit unseren Partnern in der EU. Wir wollen sie auch teilen mit unseren Partnern in den Mercosur-Ländern in Lateinamerika und in der Karibik. Und was noch wichtiger ist, wir wollen zusammen mit der EU verstärkt darüber diskutieren, wenn es um die industrielle Entwicklung geht, aber nicht nur das, wir wollen auch über Klimafragen reden. Jeder weiß, dass Brasilien sehr stark setzt auf die Erzeugung erneuerbarer Energie. Etwa 87% unseres gesamten Stroms stammt aus erneuerbaren Energieträgern und 50% der gesamten Energieproduktion stammt aus Erneuerungen im Vergleich zu 15% in der übrigen Welt. Die Energie und die Klimawende ist jetzt für unsere Regierung eine Priorität. Ich weiß, auch in der Europäischen Union ist es ein sehr aktuelles Thema. Im August werden wir unseren Entwicklungsplan erstellen und dieser Plan wird auch ein wichtiges Energiewendeprogramm enthalten und wir möchten, dass die EU teilnimmt an diesem Programm. Das wird wahrscheinlich das weitgehendste Programm zur Energiewende sein, die in einem Entwicklungsland vorgelegt wird. Und Sie wissen ja, alle, Brasilien wird seine Klimazusagen
einhalten. Wir haben zugesagt, bis zum Jahre 2030 0% Abholzung im Amazonas einzuhalten. Das ist eine Zusage, die wir schon im Wahlkampf getroffen haben. Wir werden uns daran halten, weil wir daran glauben, nicht nur ich persönlich, sondern unser ganzes Land. Und wir wollen, dass die EU versteht, dass wir auch die Lebensgrundlagen der 50 Millionen Menschen sichern müssen, die in den Amazonaswäldern leben. Sie brauchen ein qualitativ gutes Leben. Und deshalb werden wir am 8. und 9. August, Treffen abhalten mit allen Amazonasländern. Wir werden auch die beiden Kongos und Indonesien dazu einladen, um miteinander zu sprechen, wie wir besser die Wälder und Regenwälder der Welt schützen können. Ich bin sehr stolz darauf, dass ich heute hier sein darf und mit Ihnen diese Gespräche führen kann. Ursula von der Leyen und der brasilianische Präsident Lula da Silva. So ein Gipfel erfordert doch viel Sachverstand und Hintergrundexpertise. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass Josef Janning zu uns gekommen ist hier ins Bonner Studio, den ich ganz herzlich begrüße. Er hat schon viele Funktionen in verschiedenen europäischen Thinktanks ausgeführt. Aktuell ist er Senior Associate Fellow bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, DGAP. Herr Janning, lassen Sie uns zunächst einmal quasi bei der Bedeutsamkeit dieses Gipfels starten. Unser Korrespondent in Brüssel hatte schon ausgeführt, seit 8 Jahren überhaupt das erste Mal wieder in diesem Format, 33 Staatschefs aus Lateinamerika und Karibik und dann die EU, 27, das ist schon eine gewisse Hausnummer. Was kann so ein Gipfel leisten? Der muss ja dann schon ordentlich vorbereitet sein. Ja, das muss er in der Tat, denn sonst ist es nur ein großer Zirkus, der viele Bilder produziert und auch natürlich Deklarationen, aber keine wirklichen Inhalte. Nun muss man sagen, die Welt hat sich verändert, seitdem dieses Treffen zum letzten Mal stattgefunden hat. Und damit verändert sich auch die Blickrichtung aller Beteiligten auf das, was dieser Prozess leisten kann. Die EU ist heute sehr viel stärker darauf aus, Partnerschaften mit Nachbarregionen zu schließen und zu konsolidieren. Und sie ist sich gleichzeitig bewusster, dass es sehr viel schwieriger geworden ist als früher. Denn Partner und gerade etwa ein Partner wie Brasilien ist ganz bewusst auf einer Linie, die sagt, wir wollen uns nicht vereinnahmen lassen. Wir wollen nicht einfach vorgelegt bekommen, was wir dann unterschreiben, damit wir weitere Entwicklungsgelder bekommen, sondern wir achten auf eine eigene und unabhängige Position. Und das macht diese Herausforderung schwieriger, als das früher der Fall war. Mhm. Damit das also nicht ein großer Zirkus wird, muss man auch wissen, wer sozusagen in dieser Formation auch welche Rolle spielt. Sozusagen innerhalb der Kernformation sind es noch die Staaten, die Mercosur, jetzt sind wir quasi schon in Fahrtrichtung Freihandelsabkommen, dann abbilden können. Also Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay, das sind die sozusagen auch mit der Wirtschaftskraft und wo die Europäer draufschauen. Überhaupt aber, vielleicht mal einstiegsgefragt, ist Freihandel für die Europäer immer eine sehr langwierige Geschichte. Es ist ein Geben und Nehmen, aber manchmal kann man den Eindruck haben, wenn man verschiedene Abkommen über die Strecke betrachtet, die Europäer nehmen immer lieber und bei dem Geben hört es ein bisschen auf. Ja, das ist in der Tat schwierig. Im Grundsatz vereinen die Europäer ganz unterschiedliche Interessen. Und die Kommission als die Verhandlungsführerin ist immer in der Schwierigkeit, diese unterschiedlichen Interessen unter einen Hut zu bringen. Da sind zum einen die Mitgliedstaaten, die starke Exportindustrien haben. Und die möchten natürlich am liebsten ungehinderten Zugang für ihre Produkte, ob es Maschinen oder Autos oder sonst etwas sind, auf diese Märkte. Und da sind zum anderen die landwirtschaftlich geprägten Staaten. Die wollen natürlich verhindern, dass beispielsweise große Mengen Rindfleisch aus Argentinien oder andere Agrarprodukte und sei es auch Agrarenergieprodukte dann ungehindert in die Europäische Union kommen können. Und das macht die Verhandlungen kompliziert. Die EU ist im Grundsatz interessiert an Freihandel, aber im Detail ist sie extrem zurückhaltend. Okay, wenn sozusagen die EU schon sehr divers in diese Gespräche und Verhandlungen ganz generell reingeht, so ist es sozusagen die Gegenseite nicht minder. Wenn wir jetzt gerade mal den Blick auf Mercosur haben, unser Korrespondent hatte uns ja schon ein bisschen offeriert, sozusagen was da auch an Attraktivität sitzt, aber gleichzeitig eben auch an
unterschiedlicher Wirtschaftskraft und eben auch an unterschiedlicher politischer Wirkmächtigkeit. Wir haben gerade zusammen im Bild und im Ton erlebt Lula da Silva, eine der wirkmächtigsten Stimmen überhaupt von Lateinamerika. Wie gut ist so jemand überhaupt handhabbar? Ich habe schon Olaf Scholz angesprochen. Das war fast ein Eklat bei seiner gemeinsamen Pressekonferenz. Ist ihr das hier besser gelungen, was Sie bisher beobachten konnten, der Frau von der Leyen? Naja, das war ja die Auftaktdemonstration. Und da muss man freundlich miteinander sein. Die Frage ist, wenn man hinterher vor die Presse wieder geht und erklären muss, was man denn nun besprochen hat und was rausgekommen ist, das wird dann schon etwas schwieriger werden. In der Tat, die Brasilianer sind kompliziert. Es hat unter anderem ja dieser Gipfel nicht stattgefunden, weil Lula da Silvas Vorgänger Bolsonaro Brasilien aus dieser Kooperation zurückgezogen hatte. Und in seiner Amtszeit war weder Raum für multilaterale Kooperation nach europäischem Muster noch für besondere Klimainitiativen. Also insofern ist das, was da Silva hier gesagt hat, schon ein Zeichen einer bewussten Rückkehr Brasiliens in einen Konsens, der früher einmal schon wenigstens in einer gewisser Weise bestanden hatte. Aber wie Sie schon richtig formuliert haben, es war der gemütliche Aufgang mit viel Eleganz und noch sozusagen ohne den Boxhandschuh in der Hand oder in der Hosentasche. Vielen Dank für diese erste Runde, Josef Janning, Senior Associate Fellow DGAP. Meine Damen und Herren, wir wollen ein bisschen genauer noch hinschauen. Neben diesem freundlichen Auftaktstatements gibt es über den Tag diverse Roundtables. Es gab zum Beispiel ein Zusammentreffen mit diversen Bankenvertretern. Die Banken müssen ja mit im Spiel sein, damit das Ganze auch entsprechend unterfüttert ist. Aber es gibt eben auch die Akteure auf der politischen Ebene, die zusammenkommen neben dieser Unternehmersicht. Und es ist mit Sicherheit ein gutes Momentum in diesem Halbjahr, dass Spanien die EU-Ratspräsidentschaft innehat. Also ist der spanische Ministerpräsident Sanchez mit von der Partie, gemeinsam mit Ursula von der Leyen und mit Lula da Silva hier der Auftakt des ersten politischen Roundtables. Noch einmal zusammengefasst. Lateinamerika, die Karibik und Europa brauchen einander und das mehr denn je. Die Welt, in der wir leben, ist stärker von Wettbewerb und Konflikt gezeichnet als je zuvor. Wir leiden immer noch unter den Nachwehen der Covid-19-Pandemie und die Welt leidet unter der russischen Aggression gegen die Ukraine. Und dies vor dem Hintergrund eines zunehmend selbstbewussten Auftretens Chinas im Ausland. Was bedeutet das für unsere beiden Kontinenten und was bedeutet das vor allen Dingen für die Wirtschaft? Es bedeutet, dass wir unsere Volkswirtschaften resilienter gestalten müssen gegenüber Schocks von außen. Wir müssen gegen Ungleichheit und Armut in unseren Gesellschaften kämpfen. Und es bedeutet, dass wir Partner brauchen, auf die wir uns verlassen können. Wir wollen Investoren und Länder, die gemeinsame Prinzipien und Werte mit uns teilen und die verlässlich sind. Kurzfristig, aber auch langfristig. Europa möchte gern der bevorzugte Partner für die Länder Lateinamerikas und der Karibik sein, so wie wir uns entschlossen haben, Partner für die Region zu sein. Wir meinen, dass das Angebot Europas an die Region etwas anderes ist und bedeutsam ist. Wir haben das gemeinsame Interesse, dass Lateinamerika, die Karibik und Europa ihr volles Potenzial nutzen. Wir haben das gemeinsame Interesse, dass unsere Industrie wächst und dass sich lokale Wertschöpfungsketten entwickeln und mehr Leute in die Mittelschicht aufsteigen. Wir wollen nicht nur miteinander Handel treiben, sondern wir wollen gemeinsam prosperieren. Aus all diesen Gründen haben wir beschlossen, unsere Zusammenarbeit noch zu verstärken. Und insofern freue ich mich heute verkünden zu können, dass wir unsere Investitionsagenda für Lateinamerika und die Karibik namens Global Gateway auf den Weg bringen werden. Und im Rahmen von Global Gateway wollen wir mehr als 45 Milliarden Euro
Investitionen von hoher Qualität nach Lateinamerika und in die Karibik bringen. Mehr als 135 Projekte sind schon in der Pipeline, von sauberem Wasserstoff bis zu kritischen Rohstoffen, von der Ausdehnung des Hochleistungsdatenkabelnetzes bis hin zur Herstellung der fortschrittlichsten mRNA-Impfstoffe. Aber nur zusammen können wir uns einigen auf die Sektoren und Wertschöpfungsketten, die Priorität haben sollen, und darauf, wie wir diese Investitionen fördern können, die Qualifikationen und auch die Standards und auch die technische Unterstützung. Wir sollten also dieses Gipfeltreffen nutzen, um die Investitionsagenda zu gestalten, damit wir auf beiden Seiten des Atlantiks davon profitieren. Dieses Treffen unterstreicht, dass unsere Unternehmer sich engagieren für die Wiederbelebung dieser historischen Allianz in dem Bewusstsein, dass der Erfolg des Einzelnen von grundlegender Bedeutung für unser aller Erfolg ist. Die Covid-19-Pandemie, der Verlust von Millionen Menschenleben, die Störung der Produktionssysteme weltweit und auch der Klimawandel. All das beschäftigt uns, und gerade der Klimawandel macht klar, dass wir Biodiversität schützen müssen. Die Krise der Demokratie hat zu Hass geführt, Intoleranz, Streitigkeiten, Gewalt und hat die Lebensgrundlagen in den Gesellschaften untergraben. Der Krieg im Herzen Europas hat der Welt Unsicherheit gebracht. Und Ressourcen, die eigentlich entschieden genutzt werden sollten für die Wirtschaft und die Gesellschaft, wurden für Kriegszwecke abgezweigt. Das Wettrüsten macht es schwieriger, gegen den Klimawandel vorzugehen. Und angesichts all dieser Herausforderungen ist es die Verantwortung der politischen Führungskräfte, der Unternehmen, aber auch der Arbeitnehmer, wieder auf den Weg des Wohlstands zurückzukehren, die Welt wieder zu erneuern, die industrielle Produktion zu fördern und die Schaffung von Arbeitsplätzen. Lateinamerika und die Länder der Karibik werden in Zukunft eine strategische Rolle für die EU und die Welt spielen. Wir sind eine Region, die große Chancen für Investitionen bieten. Wir fordern auch Investitionen in unsere Infrastrukturen, Logistik, auch in die soziale und städtische Infrastruktur. Wir sind zivile Gesellschaften, die eine starke soziale Mobilität fördern. Und wir haben neue dynamische nationale Märkte mit Millionen von Verbrauchern. Die EU ist der zweitgrößte Handelspartner Brasiliens. Unsere Handelsströme könnten in diesem Jahr noch den Wert von 100 Milliarden Dollar übersteigen. Und das Abkommen zwischen den Mercosur-Staaten und der EU, das ausgewogen sein soll und das wir Ende dieses Jahres verabschieden wollen, wird neue Horizonte eröffnen und die Fähigkeit beider Partner stärken, zukünftige Herausforderungen zu bestehen. Das öffentliche Vergabewesen ist da auch wichtig, gerade was die Investitionen in die Infrastrukturen anbelangt. Die USA und die Europäische Union haben ja da schon eine führende Rolle gespielt und industriepolitische Maßnahmen auf den Weg gebracht, mit denen sie auch einen nationalen Anteil an der Wertschöpfungskette fordern, wenn sie öffentliche Aufträge vergeben. Wir haben in unserem Land einen großen Markt von 203 Millionen Konsumenten. Der Verbrauch ist noch nicht voll entwickelt. Wir brauchen aber mehr Investitionen auch in die Herstellung von Konsumgütern und Dienstleistungen. In den nächsten Tagen werden wir einen neuen Investitionsplan vorstellen. Nach den letzten Jahren der Stagnation und des Rückschrittes werden wir wieder qualitativ hochwertige Arbeitsplätze schaffen, die Armut bekämpfen und das Einkommen der brasilianischen Familien steigern. Die spanische Präsidentschaft
übernimmt ein ehrgeiziges Ziel, nämlich die auswärtigen Beziehungen zwischen der EU, Lateinamerika und der Karibik zu stärken. Präsident Lula und Frau von der Leyen haben es schon gesagt, wir sind Regionen, die solide historische Bande gemeinsam haben. Wir haben gemeinsame Werte, gemeinsame Interessen, eine gemeinsame Weltsicht angesichts der globalen Herausforderungen. Und deshalb wollen wir unsere Handelsbeziehungen verstärken, die Investitionen, und gleichzeitig wollen wir die Resilienz unserer Volkswirtschaften stärken. Und das ist auch das Ziel dieses Unternehmerforums. Und ich möchte jetzt kurz auf einige wichtige Aspekte eingehen. Einmal das Thema Handel. Denn die EU und die CELAC-Länder haben ausgewogene Wirtschaftsbeziehungen im Gegensatz zu unseren Beziehungen zu anderen Teilen der Welt. Aber unsere Beziehungen sind ausgewogen und enorm angestiegen zwischen 2013 und 2022. Und im Augenblick erreicht das Handelsvolumen fast 300 Milliarden Euro pro Jahr. Beide Volkswirtschaften ergänzen einander. Lateinamerika und die Karibik, das hat die Kommissionspräsidentin gesagt, verfügen über Energie, Mineralien im Überfluss, Sonne, Wasser, Boden, 80% der Lithiumvorkommen, 40% der Biodiversität und 33% der Süßwasservorkommen finden sich in Lateinamerika. Und ich begrüße die Äußerungen von Präsident Lula zum Amazonasgebiet. Und wir wissen, dass ihre Regierung dieses öffentliche Gut schützen wird, das wichtig ist, nicht nur für Brasilien, sondern auch für die Gesamtwelt. Was kann Europa bieten? Nicht nur Kapital, sondern auch Technologie und Know-how, die Lateinamerika und die Karibik brauchen, um ihre Wirtschaft weiterzuentwickeln. Um diese Komplementarität zu nutzen, ist es natürlich wichtig, dass wir Handelsabkommen miteinander schließen. Heute kann ich verkünden, dass die Ratifizierung der Abkommen der EU mit Chile und Mexiko kurz bevorstehen, auch dank des Einsatzes der Kommissionspräsidentin. Und wir hoffen, dass es im zweiten Halbjahr dieses Jahres unter spanischem Vorsitz zum Abschluss kommt. Was das Abkommen zwischen Mercosur und der EU anbelangt, so haben wir jetzt nach mehr als 20 Jahren wirklich die Chance, Herr Präsident, das Ganze noch im zweiten Halbjahr dieses Jahres zu ratifizieren. Und Spanien wird immer an der Seite derjenigen stehen, die meinen, dass dieses große Abkommen wirklich zum Vorteil zwei Regionen ist. Die spanische Regierung und die Kommission setzen sich ein, um noch eine Einigung zu finden in den bisher noch strittigen Bereichen, natürlich unter Wahrung auch der Fähigkeiten der Mercosur-Staaten. Aber bedenken wir mal, was das bedeuten kann, denn 94% des BIP von Lateinamerika und der Karibik würde dann von Freihandelsabkommen mit der Europäischen Union abgedeckt. Damit würde mehr Beschäftigung und mehr Reichtum für beide Regionen geschaffen. So, also der Beginn des Roundtables, aber am Pult, das ist auch eine ungewöhnliche Variante, ist wahrscheinlich die besondere Brüsseler Variante und das wollen wir genauer betrachten, nämlich weiterhin mit Josef Janning, der bei mir im Studio ist, Politikwissenschaftler von Hause aus und jetzt aktuell Senior Associate Fellow bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ganz grundsätzlich, manchmal kommt das ein klein wenig in den Redebeiträgen durch, muss man ja die geostrategische Situation sich vor Augen halten. Ne? Die Lateinamerikaner haben eine attraktive Position und dadurch auch ein gewisses Selbstbewusstsein. Aber es geht auch immer um die Fragen der richtigen Ansprache. Und wenn man konkurriert um Aufmerksamkeit, sagen wir mal Nordamerika, die Europäer und China, wo stehen wir da und worauf muss man aufpassen? Ja, es gibt in der Politik Lateinamerikas dieses alte Gefühl der Bevormundung durch Washington vor allen Dingen, aber auch durch die Europäer. Und es gab diese Vorstellung, die auch von der spanischen Politik stark genährt wurde, dass doch eigentlich die Beziehung Lateinamerika-Europa die für die Lateinamerikaner viel bessere Alternative zur Abhängigkeit vom Yankee-Kapitalismus der USA sei. Aber das hat sich massiv verschoben. Heutzutage ist man sehr viel stärker sich bewusst darüber, dass es Alternativen gibt, dass
chinesische Investitionen wachsen in der Region, dass China auch als Handelspartner wichtiger wird und dass es möglicherweise ganz nützlich sein könnte, ein bisschen mit den unterschiedlichen Partnern zu spielen und sich nicht zu fest auf eine Seite zu schlagen. So, hinzu kommt, und das macht die Schwäche der Lateinamerikaner aus, dass sie sich bemerkenswert uneinig sind. Das heißt, jeder denkt zuerst mal an sich selbst. Auch in der Frage, wie sie eigentlich ihre Rohstoffposition am besten in der Welt vermarkten, gehen sie eigentlich gern getrennte Wege und keine gemeinsamen Wege. Das, was man in der Analyse häufig als Rohstoffnationalismus bezeichnet. So, das wiederum macht es für die Europäer etwas einfacher, weil Einigkeit würde stark machen. Auf der anderen Seite macht es auch die Erzielung substanzieller und für Europa tragfähiger Abkommen wieder schwieriger. Deswegen Frau von der Leyen ja auch betont hat, Europa will Partner, auf die man sich verlassen kann. Mhm. Denn das ist eines der Probleme gewesen in dieser Beziehung, die mangelnde Stetigkeit lateinamerikanischer Politik. Und die Darstellung, eine glaubwürdige Darstellung von Augenhöhe, ja. Das ist das, was die Europäer auf jeden Fall noch leisten müssen, damit sie vorn dabei sind und Mercosur vielleicht doch zum Ende des Jahres abgeschlossen werden kann. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen und Hintergründe. Hier Josef Janning, der Senior Associate Fellow bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Danke Ihnen.